So, und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute mal ein kleiner Spot, wo ihr ein paar gute Spinnen farmen könnt oder auch mal einen Marienkäfer. Der läuft nämlich auch hier rum. Aber jetzt aktuell habe ich gerade die Wolfsspinne nämlich hier und ich habe sie schon mal getriggert. Und ich zeige euch mal ganz kurz in Ruhe, wo wir hier sind. Moment, wir gehen mal ins Spiel. So. Und zwar sind es hier die Eiche und dann geht ihr hier runter. Habt ihr hier diesen großen Stein, der geht vorne flach runter. Wenn ihr da zu nah ransteht, oder die Spinne, dann wird es gefährlich, weil da kommt sie definitiv hoch. Hier vorne nicht, sie wird aber gerade von der anderen da hochgeschoben. Komm, da müsst ihr dann immer ein bisschen gucken, dass ihr die hier auf jeden Fall hier runterkriegt. So, wir triggern einfach mal beide. So, wenn sie sich ein bisschen beruhigt hat, können wir hier weitermachen. Ihr dürft natürlich auch nicht zu nah an dem Abgrund stehen. Man müsste ein bisschen aufpassen. Aber so kriegt ihr die halt beide relativ safe. Und das geht halt auch mit allen anderen. Der Marienkäfer, der kommt hier nicht hoch. Es gibt halt so ein paar Spots, wo das ganz gut funktioniert. Ihr müsst halt immer genau gucken, von wo kommt die Spinne. Und wo steht ihr? Von wo greift ihr an? Wenn die jetzt von links kommen würde, an den flachen Teil, und ich von da aus, von hier aus schießen würde, dann würde sie definitiv den flachen Teil auch hochkommen, weil sie aus der Richtung ja dann auch logischerweise kommt. Ja, und so geht's halt ganz gut, wenn sie jetzt hier, wenn wir von oben direkt schießen, die kommen nicht auf die Idee, jetzt mal 10 Meter nach links zu laufen oder so. Von daher könnt ihr hier relativ gut, auch gerade mit dem Anfangsbogen, farmen. Ihr braucht halt einfach nur Pfeile, den Anfangsbogen. Ihr braucht halt genug Pfeile, also ich würde sagen so 150, 200 Pfeile. Nehmt mit, was ihr tragen könnt. Schaden kann das nicht. So, jetzt müssen wir nur mal ganz kurz gucken. Hier war nämlich noch eine zweite. Okay. Ich würde aber sagen, erstmal an der Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo. Sagt mir, was ihr noch sehen wollt, wenn ihr Bock auf Grounded habt. Könnt ihr auch zu mir auf Twitch kommen, da streame ich Grounded. Folgt mir da gerne mal und dann sehen wir uns hoffentlich dort auch nochmal wieder. Und bis dahin, macht's gut, auf Wiederschauen und schaut nicht so viel Scheiß an.